In diesem Video möchte ich euch einen neuen Server vorstellen, diesmal ist es kyuro.de. Damit und ganz herzlich willkommen an alle und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch einen neuen Server vorstellen, diesmal ist es kyuro.de. Und wenn man auf diesen Server joint, dann haben wir erstmal ein paar Join-Items. Wir haben einmal einen Navigator, der sich öffnet und die Items hier auch animiert reinkommen in einem gewissen Zeitabstand. Wir haben einmal Bad Wars, dann haben wir Skywars FFA, Speed, Skywars, Sumo, tägliche Belohnungen, Chest Opening, Lotterie und den Spawn. Wir haben bei jedem Item, außer natürlich bei den drei, die auf dem Lobby-Server sind, haben wir die Anzahl an Spielern, die aktuell online sind, also in der gewissen Gruppe. Jetzt zum Beispiel bei Bad Wars haben wir 2 Spieler, aber in den Lobbys haben wir 33. Dann haben wir hier ein Spielerverstecken-Item, das ich aktivieren, aber auch deaktivieren kann. Das bedeutet, ich sehe entweder alle Spieler oder ich sehe keinen Spieler. Dann haben wir ein Silent-Hub-Item. Wenn ich jetzt rechts klicke, komme ich auf eine normale Spielerlobby, aber für das Video bleiben wir einfach mal in der Silent-Hub. Dann haben wir hier ein Extras-Item, das aktuell noch nicht, beziehungsweise ein extras Inventar, das es aktuell noch nicht gibt. Daraus folgt, dass es das Gadgets-Item, das wir auf Slot 8 haben, dass das auch nicht funktioniert, weil man sich noch kein Gadget auswählen kann. Dann haben wir aber noch auf Slot 6 ein Nick-Item, ein Auto-Nick-Item. Das kriegt man höchstwahrscheinlich als Spieler nicht, aber als Premium-YouTuber oder wahrscheinlich Teammitglied. Dann haben wir hier ein Profil-Item. Hier haben wir halt normalerweise die Möglichkeit, unsere Freunde einzusehen, unsere Clan-Infos, Party-Infos, aber die gibt es noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich noch bald folgen. Dann haben wir hier ein Item, das Einstellungen heißt, und hier können wir halt eigentlich Einstellungen vornehmen für Freunde, Clan oder Party, aber wie gesagt, das gibt es noch nicht, das kommt dann wahrscheinlich noch. Aber wir können Lobby-Einstellungen vornehmen, nämlich können wir sämtliche Animationen auf dem Lobby-Server aktivieren oder deaktivieren. Dann den Doppelsprung können wir aktivieren oder deaktivieren. Hotbar-Sounds, ob wir die hören möchten oder nicht, können wir auch aktivieren oder deaktivieren. Oder das Scoreboard, wenn ich das jetzt deaktiviere, updatet sich das noch nicht. Ich denke mal, das wird dann beim nächsten Join passieren. Dann haben wir einmal hier die Lobby, also beziehungsweise Lobbys. Wir könnten hier halt die Lobbys wechseln, wenn es noch andere geben würde. Aber hier ist aktuell nur die erste Lobby. Dann haben wir hier die Stats und das wird dann wahrscheinlich auch noch kommen, dass man dann wahrscheinlich für jeden Spielmodus seine Stats einsehen kann. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine Actionbar, ziemlich cool, auch die Uhrzeit da drin, ein paar Infos da drin ab und zu, das wechselt sich soweit ich weiß auch. Dann haben wir hier ein Scoreboard, in dem Scoreboard haben wir halt erstmal den Servernamen, im Display-Namen, dann haben wir hier die Anzahl unserer Coins, welchen Rang wir haben, unseren Clan, das wird wahrscheinlich noch bald folgen, aktuell gibt es wahrscheinlich noch kein Clan-Plugin und den Teamspeak-Server von denen, finde ich auch ziemlich cool, dass man sowas hier einbindet. Ja, was auf jeden Fall auffällt ist, dass die ziemlich coole Partikel hier haben, nämlich haben die so einen Kreis berechnet und daraus dann, ich weiß nicht, was das für Partikel sind, Dust oder sonstiges, haben ja ein Partikel spawnen lassen, auch diese animierten Blöcke auf dem Boden. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr dann in der Videobeschreibung, das Video. Also auch ziemlich cool, ziemlich interaktiv, sieht ziemlich cool aus. Was aber natürlich, das geht fit. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir hier, wenn wir am Spawn ein bisschen rumlaufen, haben wir hier Reward und hier können wir entweder den normalen oder halt den Premium Reward abholen. Wir können jetzt beides machen, weil wir den YouTuber-Rang aktuell haben. Und wenn wir aber ein bisschen weiter gehen, können wir hier mit dem Double Jump ein bisschen jumpen und sind hier dann direkt bei der Lotterie. Wir haben hier den Jackpot von 1 Million Coins. Wir können spielen. Also ich habe jetzt aktuell 2 Tickets, also könnte ich hier auch mal was anklicken. So. Dann geht alles weg. Das ist eine ziemlich coole Animation, finde ich. Und hier sehen wir dann, wie viele Coins wir gewonnen haben. Gleiches gilt auch bei den Chests, das gibt es schon. Ich weiß aber nicht, warum das im Navigator als Coming Soon abgestempelt wurde. Aber das gibt es hier. Das kostet halt nur ein paar mehr ein paar mehr Coins. Nämlich 50.000 für eine Supreme Chest und 5.000 für eine normale Chest. An sich würde ich sagen, das war's von diesem Video. Wir gucken uns nochmal kurz diese Lobby an und dann noch ein paar mehr Infos zu dem Server. Wir haben jetzt erstmal eine schöne Lobby-Map, wenn wir hier die erkunden möchten. Wir haben auch hier so ein schönes Meer. Da kann man auch, wenn man will, baden. Haben wir hier auf jeden Fall noch schöne Wege, die auch ziemlich aufwendig waren wahrscheinlich. Ich bin nicht der Beste im Bauen, aber ich denke mal,
das, was die hier produziert haben, ist jetzt nicht unbedingt innerhalb von ein paar Stunden entstanden. Da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Herzblut hinten dran. Ja, auf jeden Fall ziemlich cooler Server. Die Lobby-Map gefällt mir auch ziemlich interaktiv, schöne Animationen und so weiter und so fort. Die Tab-Liste können wir uns auch noch kurz angucken. Wir haben nämlich hier die Informationen Forum, Teamspeak, Discord und Hoster und natürlich auch die Spieleranzahl und auf welchem Server ich mich aktuell befinde. Jetzt nochmal kurz zu diesem Server hier. Dieser Server sucht wahrscheinlich Teammitglieder und natürlich Promoter. Und solltest du einen YouTube-Kanal haben oder möchtest einem Server-Team beitreten, dann könntest du gerne mal den Server kyoro.de abchecken. Ich denke mal, die werden sich sehr freuen, wenn du auch mal auf deren Teamspeak-Server joins oder mal deren Website bzw. Forum abcheckst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns aber im nächsten Video. Euer Jericho. Bis dann und tschüss.